Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 12 mit mir, DF, und ich möchte mich fürs abrupte Ende letztes Mal entschuldigen. Ich habe vergessen, dass ich, naja, das mache ich jetzt in der Aufnahme anscheinend. Ich wollte das, das ist so schwer, das nur ein bisschen unterzumachen. So. Und stimmt, mache ich auch einen Tick unter. Ansonsten lassen wir alles, wie es ist. Hat es das gespeichert? Ohne dass ich was auswählen musste? Ja. Wie gesagt, Entschuldigung, dass ich abrupt das Spiel beendet habe letztes Mal. Mehr oder weniger abrupt. Ich hatte einfach keine Lust, weiter zu spielen. Und ich hatte einfach auch nicht so viel Zeit. You are unharmed? Vossler, I... Majesty. It's nothing. I'll be fine. You. Come on, let's go. What are you waiting for? Panello's still out there. We should hurry. They won't be long. We will talk later. Ashley ist hinzugestoßen. Als jetzt permanentes Mitglied? Ja. Dann gucke ich mal deine Lizenzen nach. Inelo ist ja schon Weißmagier. Weißmagierin. Pikinier. Jäger, Samurai, Schwarzmagier, Brecher. Ich weiß nicht, ob Brecher zu ihr passt. Zeitmagier möchte ich nicht haben. Mensch wäre auch cool. Aber was passt zu ihr jetzt so? Was hat die denn jetzt so für eine Ausrüstung zum Beispiel? Ein Langschwert wäre eigentlich dann ziemlich gut. Also sie ist ausgerüstet für einen Paladin. Aber ich mache keine zwei Paladine, wenn das überhaupt gehen würde. Zwei Paladine. Entweder ein Mönch oder ein Brecher. Passt beides irgendwie nicht so eher. Vielleicht mit Samurai. Ein selbstloser Krieger, dessen Loyalität zu seinen Herren alles überwiegt. Waffen, Katana, Technik, blinde Wut, sieht mit den Augen seines Herzens. Kaum machen wir sie zu einem Samurai, weil... Warum nicht? Warum nicht? Okay, sie ist... Sie hat fast nichts ausgerüstet. Außer... Ihr Standardding ist dann Assassin's Creed Lizenz 2. Ich mache, weil er fast nichts kostet, einfach Lizenz 1. Dann Katana, Lizenz 1. Weil soweit ich weiß, haben wir keine Katanas. Blattlichkeit Lizenz, die Aktionsbalken werden um 10% schneller aufgeladen. Ja, bitte. MP-Bonus-Lizenz für beide Schaden die MP auf. Ich weiß nicht, wie viel MP sie braucht so. Irgendwie hört sich... Ich weiß nicht, ob das ich selber bin oder meine Kopfhörer oder so, aber irgendwie halt es, wenn ich rede. Für mich selber jetzt. Bei euch dürfte eigentlich alles in Ordnung sein, aber das hört sich sehr komisch an. Ja. Magie erzielt größere Wirkung. Ich weiß nicht, wie das mit Magie aussieht. 150 mehr TP ist so wunderschön. Mehr TP ist, wie gesagt, wunderschön. Das ist Ausrüstung. Wieso kann ein Samurai magische Rüstung kaufen? I don't know. Ja, mehr TP ist immer gut. Wie gesagt, was ist denn das hier? Das ist Zauberlizenz, das ist Bonuslizenz. Nein, das will ich erstmal nicht. Ja, magische Rüstung. Magische Rüstung. Zum Glück habe ich meine magische Rüstung verkauft, die war nicht mehr getragen hat. Nicht gut. Guck mal, was das hier ist. Wenn es kraftlich ist, wir beim nächsten Schaden die MP auf. Stellar Polaris, oder Stellar Polaris. Hokus Pokus Lizenz, Tiger im kritischen Zustand die Abwehr. Ja, bitte. Accessoire Lizenz, 3. Dann 4. Machen wir 5. Was ist das hier? Allheilmittel heilt zusätzlich Schlafsturz, Defix und Inakt. Okay, das lassen wir dann erstmal. Machen hier auf Level 4. Ich dachte, ich hätte sie zu einem Samurai gemacht. Wieso?
Okay, wir müssen hier hin. Ja, Magie, keine Ahnung, was hier an Magie noch bekommt. Wir machen erstmal das hier. Mehr TP, mehr Katanas. 30, irgendwas mit 30. Was ist das hier? Zauberliste ist Magie, erzielt größere Wirkung. Ist mehr. Erstmal sowas von Wurst. Ich weiß nicht, was. Ich dachte, ein Samurai benutzt keine Magie. Aber sparen wir erstmal die LP. Bei allen, würde ich sagen. Dann gucke ich mal, wie ich dich ausrüsten kann. Beth, ja, lasse ich trotzdem noch drin. Weil, kann ich das irgendwie ändern, die Ansicht? Weil ich hatte letztes Mal noch eine andere Ansicht. Oder ist das... Na, anscheinend ist das so. Sie kann eher das Langschwert, das trägt sie. Ansonsten kann sie nichts tragen. Von den Waffen, die ich jetzt habe. Okay, den Buckler, den lassen wir auch erstmal an. Da gebe ich ihr auch erstmal nichts von. Stahlkrause, zu stark im kritischen Zustand die Attacke, ja, wieso nicht? Ja, lassen wir das erstmal. Ist ja schön, dass ich die letzte Aufnahme mit sowas beendet habe und jetzt die Aufnahme mit sowas anfange. Ist immer wunderherrlich. Apropos die Aufnahme anfangen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, wer meine LPs regelmäßig guckt, der weiß, dass am Anfang immer so ein kleines Intro kam. Das habe ich jetzt weggemacht, einfach weg, beziehungsweise weggelassen. Denn meiner Meinung nach stört es halt beim Binge-Watching, was ich auch gerne mal mache. Nicht meine eigenen Sachen, aber so von anderen Leuten. Und immer ein Intro da vorgeklatscht zu bekommen, ist auch komisch, auch wenn es 2 Sekunden lang ist und eigentlich in Majesty, Gameplay we will cut your path. I will not place my trust in the sword of a traitor. Yet trust his sword we must, traitor or no. I see no other way. We track back, commandeer a ship and make our escape. Her Majesty cannot abide weakness, least of all in herself. We must make her confront the reality of our plight. Okay. Als ich sagen wollte, da kamen wir her. Ich glaube, ich kann... Wir sind jetzt, glaube ich, im Dauermodus, dass die Leute kommen. Wo kam ich her? Wo gehe ich hin? Ne, wir waren da drinne. Wir müssen hier raus. Hier war der Kampf mit den 2 Richtern. Aber was ich sagen wollte, mir nervt es, hat es selbst genervt, dass ich immer dieses kleine Intro hatte. Auch wenn es in Gameplay Footage hineinging. Ich mache erstmal den Magus weg. Bitte mach einer den Hund weg, das wäre nett. Ich mach mal. Was habe ich denn an Schwarzmagie? Aqua. Lass mir das mal. Mach Schattenmagie und dann. Das ist Schattenmagie ein. Er ist blind, ist für Magie eh egal. Hier, mach erstmal auf ihn hier. Ich weiß nicht, wer länger durchhält. Wahrscheinlich, ich setze einfach mal auf den, der Protest hat. Warn ist blind, deswegen... Ich glaube, ihr sollt nicht zu lange auf einem Fleck bleiben. Ich hasse meinen Controller. Ich habe einen neuen gekauft, bestellt, aber der kommt erst in Jubeljahren an. Einen Monat ungefähr. Aber ich will doch nur meinen Controller benutzen. Wieso funktioniert das denn jetzt nicht? Da. Muss ihn einen dauernd ein- und ausstecken. Und irgendwann funktioniert er wieder. Augentropfen auf uns selber. Jetzt mal den Magus verkloppen. Mal drauf fahren. Oder nicht?
Ist denn noch einer? So komme ich nie weiter, wenn hier andauernd Leute ankommen. Okay. Dann können wir mal erstmal weiter. Ich glaube, geradeaus ist so die beste Idee. Obwohl, da müssen wir den ganzen langen Weg latschen. Ich glaube, das kürzeste ist, wenn wir wirklich hier lang gehen. Der Deckartenschattenmagie auf den Imperium Ritter. Das trifft nämlich alle dann so ein bisschen. Weiter auf den kleinen Ritter draufhauen. Wahn ist ein bisschen angeschlagen. Das wäre nett, wenn Bran ihn heilt. Oder hat sie schon? Mach mal den Musketier hier weg. Ich habe früher immer gedacht, das heißt Muskel. Ja. Weil ich nicht wusste, was eine Muskete ist. So als Kind. Und dass ich die Wahrheit erfahren habe, dass es Musketier heißt, wegen Muskete, das war dann doch später, als mir lieb ist. Und dass es nicht Muskeltier ist. Das gute alte Muskeltier. Okay, hier sind keine Items. Ich lass mal Fran den Wahn heilen. Wahn haut drauf. Hier sind meine Leute mir ein bisschen zu blind. Augentropfen erstmal auf Balthier. Dann nochmal ein Augentropfen auf Vossler. Und dann kannst du weiterhin raufhauen auf den. Hatte irgendwo. Da kommt einer direkt aus dem Nix an und haut mir eine drauf. Ja, nee, ist klar. Mach dem Argus mal Werk her, danke. Komm ja, ist der da hinten einfach gespawnt? Da hinten an der Ecke. Also dieses Beutelsymbol, also diese Münze, sage ich mal. Ich glaube, die gibt jedem mehr LP. LP sind ja nicht die Lebenspunkte hier, sondern die Lizenzpunkte. Nur einer ist jetzt nicht so mega schlimm. Oh, der ist besiegt. Ja, die spawnen einfach irgendwie in der Gegend rum. Legt doch nicht deinen Knüppel weg. Ja, ich lenke den ab, damit ihr den von hinten angreifen könnt. Gut. Dann müssen wir hier durch. Okay, das könnte jetzt. Okay. Ja, bevor. Oh, okay. Ich kann mir das Zeug nicht schnappen. Okay, ich muss eine Schattenmagie einsetzen. Hier rum. Erstmal auf den imperialen Ritter. Und damit treffe ich dann so alle so ein bisschen. Mal schicken wir die auf den imperialen Ritter. Hier platz mal her. Ach, wieso setze ich auf ihn ein? Weil er hat doch Shell oder wie das in diesem Spiel hier nochmal heißt. Mach den Muskel hier weg. Den Muskel. Es würde auch das Muskel. Ne, der Muskel hier, also der Muskel hier ist schon richtig. Okay, von da kommen Gegner, gehen wir also hier lang. Wo ist denn der Rest? Die kämpfen noch da hinten irgendwie. Ich habe vergessen, dass Balthier hier mittlerweile ein Schwertchen hat. Vielleicht sollte ich ihn. Ja, kommen wir ja auch erstmal drauf, machen wir ihn hier erstmal weg. Dann sollten wir Balthier hier, falls. Na, er kann keine Schilde tragen. Er ist ja doof. Her. Oder halt das direkt, dieses Item.
diese Münze, sage ich mal, mit dem Säckchen drauf. Weil so richtig verstanden habe ich das noch nicht. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. Ich höre das, also ich kann ja mal die Lautstärke ein bisschen selber lauter machen. So wie ich das dann auch später... Ja, das ist mir dann zu laut. Weil ich möchte nicht zu laut haben, sonst fange ich an zu... Okay, ich muss erstmal Sachen da machen. Muss nochmal zurück. Dafür brauche ich aber diese komischen Karten. So wie es aussieht. Ja, komm doch her. Komm auch noch einmal drauf, dann ist er weg. Na gut. Ja, Potion erhalten. Dass der immer stehen bleiben muss, um seine Kackwaffe wegzustecken. Also, beziehungsweise eher für die Animation abzuspielen. Wo waren jetzt diese Gerätschaften? Warte. Stehen jetzt nicht diese Dinger hier vor? Oder? Die waren doch... Ach, da, ich sehe da schon das eine. Gerät. Die Gerät wird nie müde. Der Gerät ist als erstes am Arbeitsplatz. Und so weiter. Find eh, glaube ich, keinen mehr. Dieser Quatsch da, den ich da laber. Diese Systemkarte einschieben hier kannst du haben. Die Systemkarte wurde verifiziert, sie sind autorisiert und werden eingeloggt. Bitte eine Ausweiskarte. Sicherheitsprotokoll einsehen. Sicherheitssystem neu starten. Sicherheitsprotokoll einsehen. Sicherheitsprotokoll 1. Anomalien Arrestzelle Block 1. Alarmstufe 3 aktiviert. Großcontainer Lager keine Anomalien. Subkontrollraum keine Anomalien. Sicherheitssystem neu starten. Neustart bleiben Ihnen 60 Sekunden, um die Anomalien zu eliminieren. Neu starten. Sicherheitssystem wird neu gestartet. Nach Ablauf der 60 Sekunden wird ein neuer Alarm ausgelöst. Okay, wir müssen im Zellenblock für Ruhe sorgen? Oder wie sieht's aus? Ich glaube, ich muss alle Leute hier besiegen. Die hauen ihn kaputt. Bevor nochmal der Alarm ausgelöst wird. So verstehe ich das jetzt einfach mal. Rufaufstieg für Bells hier. Also was? Schattenmagie, Nekron. Nochmal. Nekrom tut nämlich ganz schön gut weh. Und ich glaube, ich krieg das nicht hin. Ich glaube, jetzt wird wieder der Alarm ausgelöst. In einer Sekunde. Gut. Alarm! Wenigstens kriegen wir gute Erfahrungspunkte. Hoffe ich. Lass ich eigentlich Erfahrungspunkte fallen? Weil normalerweise, wenn man einen Gegner besiegt, steht da ja so und so viele Erfahrungspunkte. Aber da sehe ich nichts, wenn wir hier die Leute hier besiegen. Da doch, hier 40 LP, EP und ein LP. Und LP, wissen wir ja, sind ja Ability-Punkte. Ja, wir heilen uns mal kurz selber mit einem Augentropfen. Dann kannst du mal auch... Wer braucht jetzt Augentropfen? Helft ja selber. Komm, hau den Magus weg. Ich glaube, der wollte mich vergiften. Wieso habe ich jetzt Shell? Oder wie auch immer das hier heißt in dem Spiel. Da ist ja noch einer. Aua, danke für nichts. Becher. Errungenschaft freigeschaltet. Keine Ahnung, was das heißen soll, aber naja.
Hörst du mal auf, abzuwehren? Ja. Ah, ich lese aber Schattenmagie ein. Oder auch nicht. Da. Wo muss ich hin? Gehen wir erstmal hier lang. Weil da war auch so ein Sicherheitsterminal-Dingens. Wahrscheinlich kann ich. Hört mal auf. Weil das so viele sind, setze ich mal lieber eine Schattenmagie ein. Wo ist Fran? Wieso mich heilen? Danke. Hau drauf! Und wieder blind. Ja, du kannst dich selbst mal mit Augentropfen heilen. Komm, haut die zu Klum! Wir sind hier viel zu lange in dem Gebiet hier. Überhaupt hier in der Leviathan. Hier am Fliehen. Viel zu lange. Okay, das war's. Wo zum Henker war das? Ah, da oben. Wo kann ich das auswählen? Ah, hier, Sicherheitsterminal. Systemkarte einschieben. Systemkarte wurde verifiziert, sind autorisiert und werden eingeloggt. Sicherheitssystem neu starten. Kann ich immer so ein bisschen mein Controller. Muss mir echt ein. Oder. Das Blöde ist, mit dem DualSense will ich nicht spielen, weil das Spiel, glaube ich, keine. Ja, ich habe es sogar ausgetestet. Keine Dinges anzeigt. Keine Button-Prompts für die X. Für Xbox, ja schon. Für PlayStation, also da wird nicht X. Viereck, Dreieck, Kreis gezeigt, sondern halt auch A, B, Y, X und der ganze Käse. Was ist hier? Ach, hier für den Raum. Zeit verschwendet, die ich nicht habe. Okay. Man muss mir jetzt in die Quere kommen. Es kommt nämlich der ganze Scheiß wieder, der ganze Alarm. Warte, hier ist eine Sackgasse, dann gehen wir hier hin. Dahin. Es kommen wieder die ganzen Leutchen an. Ich weiß nicht, ob es intelligenter gewesen wäre, da lang zu gehen, wo ich zuerst war. Komm, das ist das Hündchen. Oder weißt du was, Hündchen? Ich mache erstmal einen Mikro auf dich. Komm, hau drauf, fahren. Dann kaputt. Wie geblockt. Geblockt aber ganz schön gut, der Typ hier. Okay. Ach, jetzt hängen die da hinten rum. Fertigkeiten, schon mal gehen hier rum. Erstmal auf den da. Geh nicht zu weit weg. Das soll nämlich jeden treffen. So.
schnell weiter. Bevor die nächsten Vollidioten kommen. Ich glaube, dann muss ich hier lang. Dann hier rum. Na, da war die Sackgasse. Ich gucke mir auf die Map als auf das Spiel. Aber wieso gibt es quasi zwei Wege, die man gehen kann? Wo muss ich lang? Gibt es eigentlich nur einen? Also, beziehungsweise es gibt einen langen und einen kurzen Weg. Und ich gehe gerade den langen aus. War ganz schön dumm von mir. Oder wenn ich zurückgehen würde. Ah, jetzt verstehe ich, glaube ich, das, wie das mit den Anomalien gedacht ist. Ich muss, glaube ich... Okay, egal. Wo muss ich lang? Ja, geradeaus. Beide Wege werden zum selben führen. Ich muss in diesen Raum hier. Mal kurz gucken, ob hier Items sind. Und weiter hier lang. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, wo wir lang müssen. Ja, wir können hier lang. Eine Fresse. Jetzt sind wir hier oben wieder. Ganz lustig. Voll unnötig, dass ich noch mal zurückgegangen bin. Weil ich dachte, das wäre eine kluge Idee. War keine kluge Idee. Das war, glaube ich, eine Attacke, eine Waffe, meine ich. Wie wechsle ich? Okay, so. Armbrustlizenz kann sie wahrscheinlich erst später bekommen oder gar nicht. Warte, sind wir hier gerade irgendwie gefangen oder bin ich doof? Ich habe den falschen Weg gewählt, quasi wieder den längeren gegangen. Was ist los? Colin. It's okay. We're okay. Geese knows you've escaped. You must hurry. You are Captain Azalus. You will follow me. We must reach the airships before they do. You would let us leave knowing who we are. Lady Ash, by all rights, you ought not even to exist. That you and Captain Ronsenberg were made to appear dead is like a hidden thread laid bare. Your actions hereafter will pull at that thread, and we will see what it unravels. This is our chance. We must see this through and get to the bottom of it. I believe 'tis for the good of Dalmasca and the good of the Empire. Oh, der ist ganz schön schlau und gut, also lieb, very nett. Well then. Thanks, Lamont. I must apologize. Pinello, for you. May it bring you good fortune. This thanks. Let us go. Gehen wir mal getrennte Wege. Bossler verlässt die Gefährt, Pinello ist hinzugestoßen. Ein Netizid erhalten oder Netizid. Kann ich jetzt mehr als drei haben? Ja, kann ich. Was? Ich kann alle vier haben? Also alle haben? Oh, dann bleibe ich erstmal so, wie wir sind. Ausrüsten. Ich glaube, ich sollte Peninus Weißmagier-Lizenz ein bisschen ausbauen. Du kannst Weißmagie einsetzen. Wo? Ja, hier Weißmagie, Vita, Vox, Brotes, Fallum. Hier dann noch für Vita und Engel, was wir beides leider noch nicht haben. Bann und Perseus, wieso nicht? Was ist das hier? Grünmagie, Armor, Öl, Zug, Revers, Vigla und Regena. Ja, komm. Why not? Warum nicht? Infus, Enna und Avi und Medica.
Was ist das? Zauberlizenzmagie erzielt größere Wirkung, ja bitte. Magie erzielt größere Wirkung, ja bitte. Magie-Lizenz reduziert die MP-Kosten um 10%. MP plus 30 Punkte, besser als nix. Zauberer-Lizenz, Magie erzielt größere Wirkung. Beim erlittenen Schaden die MP auf. Magie erzielt größere Wirkung. Ah ja, ich sollte eher auf die Stäbe und so gehen. Die Stab-Lizenz. Sicher Attacken gewinnen an Durchschlagskraft, brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Accessoire-Lizenz. Ja, und 3. Und du nimmst dann das hier noch, die magische Rüstungslizenz. Da 4. Stab 2. Ich habe nur eine Route, ja. Kann ich irgendwo gleich geben. Ether entfaltet eine stärkere Wirkung. Gut. Sammeln, ja, wieso nicht? Hat. Dann noch das hier und dann war es das erstmal mit Pinedo. Die anderen mache ich später nochmal irgendwann. Pinedo hier anlegen. Dolch hier, nee, ist klar. Die Route, sekundär kannst du nichts tragen. Wollmütze, da haben wir, glaube ich, auch gerade nicht so das Passende. Checkt die Konstitution. Ja, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht für sie. Nethizid-Effekt stumm halbiert. Das ist wunderschön, aber nicht für einen Magier. Effekt stumm finde ich dumm. Aber mein Controller wieder. Ich glaube, ich höre gleich auf. Ich habe leider auch nicht meinen alten Xbox One Controller habe ich nicht mehr. Den habe ich verschenkt. Und 360 Controller habe ich sowieso schon lange, lange nicht mehr. Okay. So. Genug davon. Lass uns fliegen. War erstmal ein Item mit einer Potion erhalten. Ich glaube, das ist derselbe Weg. Potion oder eine Phoenixfeder in dem Sinne. Ist das denn... Okay, der Andockhafen. Hier müssen wir irgendwie uns was beschaffen. Flugmäßiges. Wo ist denn der Rest? Oh. Such a great shame. I must confess, I thought you the one who would help us restore peace to Dalmasca. No matter, we hold the proof of your royal lineage. A maid of passing resemblance will serve our purposes now. As for you, my dear, the Empire requires you no more! Was? Ach, das ist ein NPC. The Nethicite. Or Nethicite. Your Majesty does not disappoint. Ever quick to spurn an honorable surrender, as was your father. You know nothing of my father! Ich bin nicht geheilt. Erstmal eine Potion auf Wahn. Eine Potion auf Belfair. Und dann, hier, du kannst mal eine Weißmagie auf dich selber machen. Hier, so. Okay, dann wollen wir mal. Zeitmagie gemacht. Erstmal ein Protest auf sich selber, oder was? Daraufhin hast du Protest eingesetzt. Natürlich geht er direkt auf die Defix. Was war das nochmal? Ja. Das war ein Defix. Okay. Dann nochmal Zeitmagie in Akt. Ja.
Befehlt ist also schön. Und jetzt haut drauf. Aber auch mit Magie nehme ich Necrom. Wie viel dem haben wir denn alle noch? Okay, erstmal auf Richter Gies. Danke fürs Heilen. Dann haben wir schon mal die Helferlein weg. Dann können wir uns so ein bisschen selbst auf den Richter konzentrieren. Natürlich wäre es hier jetzt nicht die beste Wahl gewesen, ihn dabei zu haben, weil Belthia warte mal hier. Heil dich mal mit einer Heilpotion. Ja, erstmal einen zurück verpassen und dann Necrom. Noch mehr Necrom. Wahn hat ja noch genug MP, würde ich erstmal glauben wollen. Warte, zieht Necrom hier MP ab? Also EP ab? Ne, sieht nicht danach aus. Oh! Er ist besiegt? Das war ja easy. Ach, das war ein alter Opa. We've secured an Atomos. Come. An Atomos? All skiff, no ship. Hardly fit for a leading man. So I can fly it then? You're mad. Lass wir ihn da einfach stehen, oder was? Can't we go faster? Not yet. Ach, so ein Ding. Das ist ja... Ne. Aber vielleicht schmeckt das ja keiner, dass wir da drinnen sind. Oh oh. Ich glaube, die haben gemerkt, dass wir hier drinnen sind. Oder? They passed. It's gone too fast, they'd have noticed. Sind die doof? Merken die nicht, dass wir ihnen ein Schiff geklaut haben? Da ist wieder Bujerba. Ist da noch alles in Ordnung oder was ist hier los? Ja, dann holen wir uns mal die Schal wieder. Glaube ich. Balthier, your handkerchief. I thought you might want it back. I shall wear it close to my heart. Perhaps you forget all that Ondor has wrought. I do not forget, Majesty. It was by his counsel, dangerous though it may have been, that we were able to free you. You must meet with him, Your Highness, and give ear to his words. He may Wieso? Act in league with the Empire, but his heart is not. It is as he says. I ought not have kept Ondor at so great a distance, for so long a time. I have played the fool. You were only being cautious. Majesty, I would ask you for some time. On our own, we struggle in vain to restore Dalmasca. I must search out some other way. Until I should find it, I would have Barsh remain at your side. Doubt him you may. But I measure his loyalty to Dalmasca no less than my own. I know you would not speak so lightly. Very well. Keep her well. Go to Ondor and there await my return. Nach Ondor. Ach ja, so hieß der Marquis oder Marquis oder wie er ausgesprochen wird. Dieses komische Wort. Und da ist mein Controller wieder. Okay. Ich wollte jetzt mal ein bisschen mehr aufnehmen. Aber dass das Spiel gerade nicht spielbar ist ohne Controller. Das ist doch Käse. Ich wollte ein bisschen mehr aufnehmen. Dann dachte ich mir, ich nehme nur eine Stunde auf, weil der Controller spinnt, aber jetzt nehme ich eine, jetzt mache ich noch eine Folge Schluss, weil das ist ja nicht zum Aushalten. Hier erstmal den hier.
und noch ein Safety Save auf der 2. Und dann bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis demnächst.